Alright guys, this is Doc M, another Minecraft Video. Also, wenn man oben runterkommt, dann aktiviert es automatisch hier, passt auf, das Licht, die gehen aus und diese Speed-Dinger gehen an. Können wir gleich mal kurz hier dann die ganze Strecke hier fahren. Ist dahinter noch eine Piste? Nee. Ah, beim Zurückfahren kommt das Teil dann hierher. Und fällt dann von oben runter, oder? Genau. Und dann steigt man automatisch ein und dann kommt eben hier so das Gefühl, als würde man voll schnell fahren. So mehr oder weniger. Bis hierher. Und wenn man aussteigt, passiert noch gar nichts. Erst wenn man runtergeht, wird das Minecraft wieder weggeschoben und ihr seht, das Licht geht wieder aus. Und normalerweise müsste jetzt das obere Licht wieder angehen. Aber ich vermute mal, das ist jetzt auch dabei kaputt gegangen. Schade. Aber naja. Hier sind wir wieder in der Zwischenbase. Und dann gehen wir gleich mal zum Bahnhof, der sich hier hinten befindet. Zack. Genau, und dann rufen wir mal Minecraft. Und dann fahren wir zum Idiot Camp, würde ich sagen. Oder waren wir da schon? Ja, wir waren da schon und damals ging es auch nicht, gell? Ah ja, hätte ich vielleicht dran denken sollen. Nee, wir sind ja dann schon gefahren, oder? Sind wir den Weg jetzt schon gefahren? Ich weiß es gar nicht. Ich hätte gemeint schon. Eine gute Frage. Nächste Frage. Naja, probieren wir es einfach mal. Das scheint die Nummer 4 zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir das schon gefahren sind. Ja, wir sind schon gefahren. Genau, wir sind. Ja, natürlich sind wir schon gefahren. Gut, Planänderungen. Wir werden nicht zum Idiot Camp fahren, sondern zum Sand Camp. Beziehungsweise wie auch immer er das genannt hat. Das ist Spider Music. Okay, fast sowas wie Sand Camp. Schauen wir mal, ob das wenigstens funktioniert. Das funktioniert wenigstens. Warum das andere nicht geht, keine Ahnung. Und ja, auch der Tunnel ist wieder anders, aber nicht weniger geil. Hier sieht man eine Ruine, der da extra unausgeleuchtet gelassen, weil es halt ein besseres Feeling gibt, unangetastete Sachen. Hier ist nochmal eine Ruine. Vielleicht ist es sogar die nur ein bisschen ausgeleuchtet, damit da quasi nix spawnt. So, wir fahren jetzt nicht zum Music-Ding, sondern zur Spinnenfarm. Dazu muss man das da betätigen. Nein, hätte man nicht müssen. Genau andersrum geht's. Okay, weiß ich nicht. Also wenn man das betätigt, dann würden wir zur Music-Station fahren. Wenn wir es jetzt nicht betätigen, dann kommen wir hierher. Und das ist die, jetzt hier einmal zur Mainbase und hier dann eben zur Mob-Sorting-Sandmine. Und hier sind wir bei einer kleinen XP-Farm. Jeder kann sich's denken. Genau. Zwei Spinnenspawner. Genau in einer Linie, was ziemlich geil ist. Und damit lassen sich eigentlich auch relativ gut Sachen enchanten. Ja, hier kommen die Schätze wieder hervor. Ja, ich schenke dir mal das Zeug da. Hier hinten, glaube ich, hat er dann noch gar nichts ausgeleuchtet weiter. Und das System funktioniert eigentlich auch genauso gleich. Hier ist bloß ein Kabel, dann geht's zur Technik. Die ganzen Spinnen kommen hier rüber, durch das Loch in der Mitte und gehen dann hier ins Aufbewahrungslager. Hey! Hey! Das war nicht. Das war früher nicht. Bleibt mal oben hier. Irgendwie bleiben die nicht mehr so schön oben.
Dafür können sie jetzt irgendwie doch Blöcke hauen. Genau. Komisch. Oh mein Gott, was hat er denn hier einen Haufen Zeug drin? Also der Kerl, der braucht unbedingt mal ein Tipps-Video, wie man seine Sachen besser aufbewahrt. Da wäre das Ganze mal nicht schlecht. Das hier ist übrigens die Technik von der von dem Bud-Switch-Umschaltsystem-Teil, das sich hier über dem Tunnel befindet. Also hier unten ist das Gate. Und wenn man das betätigt, geht das dann nach oben. Dadurch kommt ein Puls raus. Und der Puls geht dann hier runter. Und betätigt dann eben für eine kurze Zeit, ich glaube, diese Torch. Und dann wird eben die Weiche umgeswitcht. So einfach ist es. Genau. Das sind dann eben die Inputs. So, wir schauen, dass wir jetzt hier noch wieder reinkommen. Das gleiche Problem hat er auch ein paar Mal. So, und wir crashen die ganzen jetzt einfach mal. Genau, und jetzt hat versuchen wir nach oben zu kommen. Und dann könnten wir sie normalerweise mit One hitten. Genau. Wunderbar geht das. Und dann machen wir wieder auf. Dann geht's nochmal kurz da an. Ist ein bisschen das ist ungefähr so die erste, das erste Grunddesign, das hier verbaut wurde. Ey, lass mich da hoch. Mittlerweile geht's viel einfacher. Genau, das war's dazu. Ich würde sagen, mit diesen 5 Leveln holen wir uns kurz was. Schaut, das 1 Knockback 1, perfekt. So, und dann gehen wir weiter zur Mobsorting Sandmine, die ein bisschen epischer ist. Ich hoffe, es ist Tag. Nein, es ist natürlich Nacht und wir haben es schon ein bisschen gesehen. Aber ich will es nicht. What the fuck, ein paar Creeper. Ich will es euch am Tag zeigen, denn da sieht es geil aus, finde ich. Oder da sieht man halt mehr. Das heißt, wir werden kurz uns hier im Basiscamp aufschlagen, was möglich wäre, wenn wir ein Bett dabei hätten. Aber es ist ja kein Problem. Denn wofür sind wir denn hier schon in der Nähe vom Spinnen? Und haben somit die Möglichkeit, uns Wolle zu craften. Zack. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Zack, zack, zack. Und schon haben wir ein Bett. Zack. Und erstmal schlafen. Oh, wow, wow, wow. Singleplayer Commands Version 4.1. Den werde ich mir heute gleich runterladen. Dann geht es nämlich weiter in der Adventure Map. Denn irgendwie funktioniert die 4.0 Version ziemlich scheiße, wenn ich das mal so erwähnen darf. Irgendwie kann man da weder fliegen noch sonst irgendwas, also keine Ahnung. Gut, dann gehen wir wieder nach oben und schauen uns das Ganze jetzt bei Tag an. Denn da finde ich, sieht das Ganze ein bisschen episch aus. Ich finde, das Ganze sieht ein bisschen designt nach dem, ja gut, ein bisschen vom Verhältnis her ein bisschen kleiner, aber im Prinzip nicht recht viel anders. Wie das Ganze von, ich glaube Seasto auf dem Minecraft-Server, der hat da sowas ähnliches, auch so in der Luft fliegend. Und ja, das hier ist ein super geiler, super schneller Elevator nach oben. Wir werden uns das hier erst nochmal kurz von unten. Nein, halt. Bleibst du stehen? Ah, gerade noch erwischt. So sieht das Ganze aus. Von unten. Und wenn man hier drin ist, dann muss man einfach nach oben schauen und rechtsklicken. Permanent rechtsklicken und dann ist man super schnell oben. Zack. Und dann aufsteigen, da drauf, aufsteigen und voila. Und von hier hat man einen Haufen Möglichkeiten, überall an allen möglichen Enden, Ecken und Enden lang zu kommen. Ja, hier oben sieht man die Mob-Farm, hier kommen gleich die ersten paar Vieh runter. Hier sind 5 Spawning Spaces
Und da spawnen normale Viecher und da drüben links und rechts jeweils Spinnen. Mittlerweile funktioniert das Ganze ja nicht mehr, das heißt, ich kann es auch euch nicht zeigen und demonstrieren. Denn normalerweise ist das ein Mob-Sorting-System. Das heißt, hier unten kommen dann Spinnen entlang. Und die Schneemänner da unten, die beschießen normalerweise die Spinnen. Da sie sich aber nicht treffen, sondern die ganzen normalen Zombies und Skelette und Creeper, die da so durchkommen, werden die aggressiv und wollen dann auf die losgehen. Sie werden allerdings durch das Wasser eben da nach hinten getrieben. Können wir mal kurz schauen. Hier geht es nach unten. Da müssen wir uns so hinstellen. Dann fallen wir nämlich da drauf. Genau. Dann sind wir hier unten. Hier kommen sie, werden sie nach vorne getrieben. Die Zombies, die agieren, bevor sie angeschossen werden, mit diesem Villager. Und sie wollen ja immer die Villager töten. Deswegen laufen die einfach geradeaus weiter und fallen dann in dieses Loch. Skelette. Bei denen ist es so, die gehen ja immer so im komischen, ich gehe außen rum und schieße dich dann ab. Deswegen gehen sie links und rechts in diese Behälter und werden dann von unten zu einem Behälter zusammengeschwemmt. Und die Creeper, die gehen einfach so weit wieder zurück und fallen deshalb in das mittlere Loch. So ist es hier und auf drüben genauso befinden sich dann die Spinnen, die eben die Schneemänner dazu veranlasst, zu schießen. Hier drüben haben wir auch was Lustiges, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Naja, wird schon passen. Ja, ein paar Vieh sind schon wieder drin. Hier ist ein, ja, ein Sorting System, möchte man sagen. Könnte man sagen, wie immer, hier ist ein Refill-Station, Iron Blocks und ein paar Iron Golems zu bauen. Hier kommen im Prinzip die Zombies durch und alle anderen Viecher. Und die Iron Golems töten alle bis auf die Creeper. Denn die wollte er unbedingt haben. The Soul sind, damit man da nicht zurückgehen kann, gell? Oder zumindest die Zombies oder so. Beziehungsweise die Creeper. Denn hier hat er sich nämlich Super Creeper quasi gezüchtet. Also die Creeper, die quasi vom Blitz getroffen werden. Und es ist ja übelst schwer, die natürlich zu bekommen. Aber er hat es geschafft. Hier drin einen ganzen Haufen davon. Da hat echt ein Blitz eingeschlagen in dem Teil. Eine super krass epische Folge war das. Ich glaube, voll der fette Cliffhanger am Ende, aber richtig cool. Ich glaube, er hat sogar mehrmals geschafft, zweimal oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja. Auf alle Fälle ganz schönes Teil. Das funktioniert, glaube ich, noch. Allerdings, wie gesagt, das hier nicht. Wir können jetzt hier mal den Hebel umswitchen. Dann weiß ich nicht, was passiert. Genau. Irgendwas wird da schon gut sein. Mit dem Hebel fallen sie dann nach unten. Und der Zombie glitscht genau weg. Genau, wenn wir den Hebel hier vorne betätigen, dann gehen alle nach links. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze noch funktioniert. Nee, nicht wirklich. Denen ist das irgendwie ziemlich scheißegal, dass da irgendwie jemand runter geht. Warum auch immer. Also sie mögen das nicht. Oder stört das nicht. Zumindest nicht wirklich. Aber momentan burnen sie ja eh zu Tode da unten und somit bleiben eh nur Creeper über. Alle weiteren Viecher gehen momentan hier runter. Habe jetzt gerade umgeswitcht, aber das funktionierte wie gesagt nicht, deshalb kann ich euch nur zeigen, wie sie quasi gehen würden. Ich glaube, bei Zombies funktioniert es noch, aber der Rest, die gehen halt auch einfach mit. Genau, ihr seht, Zombies werden weiterhin gesordet, weil sie wie gesagt alle auf den Villager gehen wollen. Aber mit den Creepern und Skeletten würde halt wahrscheinlich das Ganze nicht mehr funktionieren. Da glaube ich, passiert einfach nur, dass sie rumstehen oder vielleicht mal so halt reinfallen. Aber nicht mehr gezielt angreifen. Das ist eben das Problem. Genau. Süß auch so, gell? So, wir machen aber jetzt trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das Ganze hier mal ein bisschen ausprobieren können.